Ich bin am Arsch. Viel Gewicht kann jeder bewegen, jeder Idiot. Das geht nicht mehr, Alter. Alter, das geht nicht. Ich bin so fertig. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich habe heute einen Special Guest dabei, und zwar der nette Herr zu meiner Linken. Der dürfte bekannt sein, der Matte Hollywood. Und wir trainieren heute Rücken und Schultern zusammen. Es wird interessant, weil er anders trainiert als ich. Machst du vorgebeugtes Rudern oder was? Ja, wir werden heute 3 Übungen machen. Wir werden anfangen mit so ein bisschen Warm-up-Scheiß, sodass wir alles mal gut warm kriegen. Bisschen Überzüge. Dann würde ich sagen, machen wir eine Zugübung von oben, eine Zugübung von vorne und eine dritte, die kannst du dir aussuchen. Jede einzelne Wiederholung, die wir machen, muss 100% einfahren. Ja. Und zwar, ich stelle mir immer vor, dass ich ein Gummiband ziehe. Das heißt, ja, die Gummiband kannst du nicht schnalzen. Ja. Du spannst es und es wird immer fester und nach hinten holst du dir richtig Druck. Und zwar über den Muskel. Es geht nicht ums Gewicht. Ja. Der Druck kommt von dir selbst über den Muskel. Das Gewicht verstärkt nur den Druck. Okay. Und so muss jede einzelne Wiederholung sein. Sodass du hier richtig Druck reinkriegst. Und press dagegen, press dagegen. Und jetzt nach unten, Oberkörper neigt nach unten. Und wieder hoch im Oberkörper. Und zieh. Und Druck hier hinten rauf. Zack. Merkst du? Ja. Genau. Jede einzelne Wiederholung muss einfahren. Jede muss perfekt sein. Und jetzt richtig sich Oberkörper auf. Ah. Und hoch. Zack. Und jetzt wieder runter in die Dehnung. Okay, jetzt aus der Dehnung in die Kontraktion. Jetzt habe ich es raus. Genau. Und wenn du hinten bist, press an, hol die volle Spannung. Jetzt muss ich runter. Genau, und jetzt gleich nach oben. Sobald du ziehst, nach oben. Genau. Und press gegen dein Becken. Hat er mir nicht gesagt, Rücken war seine Schwäche, hatte mir, oder bin ich, habe ich verwechselt ich das? Hm? Ja, Rücken ist die Schwäche. Ja. Aber also ich bin relativ kräftig. Ich ruder dir auch so 90 Kilo Einnahme, ist kein Ding. Okay. Aber die müssen geil sein. Viel Gewicht kann jeder bewegen, jeder Idiot. Ja. Von A nach B ziehen, aber das muss richtig ankommen. Im Kampfsport ist es so, du kannst viel Kraft holen, ausholen. Wenn du daneben schlägst, bringt's nichts. Ja. Kennst du die kleinen Thai-Boxer? Ja, ja. Die stehen so vor dir aus dem Handgelenk, schlagen die auf deine Nase, du legst sofort. Ja. Das machen wir hier. Genauso machst du weiter. Perfektes Warm-up. Warm-up, sagt er vor allem. Ich kann gleich nach Hause gehen. Oh, Alter, schön atmen. Weiter geht's, weiter geht's. Vier. Drei. Und dann kommen wir nach unten in die Dehnung und hoch. Yes! Jetzt sagt er, lass uns warm machen. Ein Hardcore-Satz. Der Matze, der wird sich richtig wundern, glaube ich. Der kotzt safe. Morgen kommt er nicht mehr. Wie interessant sich das für Menschen anfühlt, wenn du den Muskel richtig separiert anspannst. Wirklich selektiv nur den Muskel, der jetzt aktiv sein soll, auch aktiv ist. Weil im Ernst, du kannst die Übung hier so machen. So, dann machst du alles, aber nicht das, was du brauchst. Ja, perfekt, das ist es. Perfekt. Das ist es. Ich tendiere zu dieser Rückenübung, die Low Row, die ist geil. Genau. Und dann da kannst du auch nicht abfälschen, kannst du dich schön auf den Rücken vor allem konzentrieren. Ich würde auch gerne die Latzugübung machen, aber nicht so rum, sondern umgedreht. Ja, die mache ich auch so rumziehen. Ja, die finde ich auch gut. Lass die machen. Ja. Der Mats hat vorhin schon angeschnitten, dass wir Zughilfen benutzen. Aus einem ganz einfachen Grund. Ihr kennt es mit Sicherheit auch. Im Rückentraining, ihr zieht und haltet und dann gehen immer die Unterarme zu. Und eigentlich tut der Arm mehr weh als der Rücken. Und mit den Dingen umgehen wir das Ganze. Ich erkläre gleich mal, wie die funktionieren. Ist super interessant, die Dinger halten ohne Ende. Ich habe letztens Rackpulls gemacht mit 300 Kilo. Mit einem Finger kannst du es halten, ohne dass die Teile aufgehen. Und zwar, wie mit einem Rutschgummi. Das kommt so quasi, da kommt die Stange rein, da. Dann hält man das mit einem Finger fest. Und dieses Anti-Rutschgummi, das haftet an der Stange. Und dann kann man so im Prinzip ziehen und muss nicht fest greifen. Das entlastet den Unterarm und man kann sich darauf konzentrieren, dass der Ellenbogen nach hinten rutscht. Das, was die Aufgabe des Rückens ist. Das hier ist Aufgabe des Bizeps und des Unterarms. Aber wir wollen die hier. Und die machen wir jetzt an dem Gerät. Wenn das Gewicht nach unten geht, die negative, exzentrische nach nicht unten. Mit Schwung. Genau, nicht fallen lassen. Ja. Sorg dafür, dass das Gewicht deinen Muskel lang zieht, wie so ein Gummi. Und dann holst du dir das Gummi und spannst es nach hinten. Das mache ich automatisch, weil die Dehnung damit, das will ich da mitnehmen quasi. Und hoch damit. Und hopp. Jawohl. 2 Stück. Stark. Genauso weiter. Die letzte. Okay, andere Seite. Jawohl. Ja. Noch Warm-up. Das ist noch Warm-up. Habe ich auch gedacht. Der mich gerade richtig. Dann will ich da eigentlich ausleiten. Ja, aber weiter nach hinten da, bitte. Das sieht sehr leicht aus bei Ihnen. Ja. Das ist
ist noch Warm-up. Ist ja Warm-up, hat er gesagt. So, jetzt guckt hier. Das ist aber schon schwer, das Warm-up. Das ist anstrengend. Habe ich mir leichter vorgestellt. Ganz lieben Gruß an den Tim Budesheim. Es gibt nämlich einen Move, den kann nur Tim, und das ist der hier. Jetzt kommt der richtige Satz? Ja, jetzt kommt der richtige Satz. Weißt du, okay, wie viele Wiederholungen wir machen? Nee. Alle. Ja, alle ist gut. Ich bin am Arsch. Ja, das muss aber weiter nach hinten gehen, mein Freund der Sonne. Jetzt zieh mal durch da, komm. Jawohl. Jawohl. Hoch, hoch, hoch. Komm. Jawohl. Jawohl. Na los, jetzt komm. 18. 19. 20. Da wird aber schwer. Komm, komm, hoch. Da waren aber schwer. Oha. Jetzt geht's ab, Alter. Oha. Jetzt zeigt euch mal der Profi, wie das geht. Die ersten 6 so sauber wie möglich zu machen. Versuch hier im Kampfsport zuerst mal die Nase zu treffen, bevor du wahllos drauf schlägst. Sauber. 1, 2, 3. Langsam ab. Jawohl. 4. Stretch. Und ab. 5. Let's go. Zieh, 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 zieh. Und schrubb, schrubb weg. Schrubb. 1, 2. Stretch. Stretch. Bis runter, bis runter. Und hoch. 2 Stück noch. Letzte. Okay. Oh, Alter, guck. Jawohl. Jawohl. Jawohl, komm. Okay. Sauber. Quäl den Rücken. 2, let's go. 4. Yes, so ist richtig. 6, weiter geht's. 8, 9, 10, yes. Ich bin fix und fertig. Es kommen noch, glaube ich, 4 Übungen kommen noch. Wie toll. Ich bin begeistert. Das ist der Sound, Sound des Todes. Ich muss gleich zur Bank gehen und Geld holen. Oder zum Auto habe ich, glaube ich, auch. Und ich würde eventuell so einen Stift auch nehmen. Nee, du verdienst ihn dir jetzt. Okay. Wir machen nämlich 4 Sätze damit. Okay. Wenn du nicht stirbst, kriegst du ihn geschenkt. Okay. Ich zeig dir mal ganz kurz, wie es funktioniert. Den steckst du hier rein. So. Achtung. Jetzt zieh ich mal an dem Ding. Achtung. Ja. Dann löst er aus. Ja. Da machen wir so viele, bis wir nicht mehr können. Ja. Dann setzen wir ab, hüpft raus und wir machen nochmal so viele, bis wir nicht mehr können. Das ist echt gut. Ja? Der geht auch nicht kaputt. Das ist aus Edelstahl und Aluminium. Da kannst du ein Auto drüber fahren, da passiert gar nichts. Ja. Zu schnell trainierst mit den Dingern, da ist ein Anti-Scheiß-Trainingsschutz dabei. Trainierst du zu schnell, hüpft er einfach so raus. Der ist hier gut. Hast du wieder Kraft? Ich habe noch Kraft, aber es ist gleich vorbei, den ersten Satz. Du kannst nach unten ziehen, ja. Wir ziehen aber nach hinten. Ja. Und wichtig ist, dreh dich mit dem Rücken zu mir, Ellenbogen nach oben, Schulter nach vorne und jetzt quetsche meine Finger zusammen, so fest wie du kannst. Genau die Bewegung brauchen wir. Zieh, zieh, zieh. Knall sie weg. Komm, komm, komm. 3, 2, jawohl. Und absetzen. Vorsichtig, vorsichtig. Ich habe schon gedacht, dass... Und zack, und weiter geht's. Jawohl. Yes. Yes. Ich lösche meine Nummer. Frag mich nicht, ob wir noch mal trainieren. Warte, Benni. So funktioniert das. Ja, er macht das schon. Er macht das schon ganz gut. Los, jawohl. Das Allerschlimmste ist nicht die Übung, sondern die 10 Sekunden danach, wenn du denkst, es hört auf zu brennen, aber es hört nicht auf zu brennen. 2. Schön sauber. 1. Letzte. Ablassen. Und weiter geht's. Schön sauber. Mach sie langsam. Langsam. Bis nach hinten ziehen. Bis nach hinten, bis nach hinten, bis nach hinten, bis nach hinten. Und langsam ab. Denk ans Gummiband. Und ab. Denk ans Gummiband. Alter, das geht nicht. Komm ab. 4 Stück. 3, 2, 1, letzte. Ja. Das sieht gut aus bei dir. Aber mein Teil der Bauchweggürtel. So sieht's auch so gar nicht schlecht aus. Gell, ne? Das kommt richtig gut. Ja. Da kriegt jemand Pump. Sehr schön. Jetzt so viel wie du kannst. Letzter Satz, hau sie weg. Das kann Frustgeballer sein. Hau sie weg.
Scheiß auf die Qualität, hopp sie weg. Let's go. Komm ab, keine Pause, noch 10 Stück. Let's go. Und hopp, 9. Weg damit, weg damit. Weiter, weiter. 8. Komm ab. 7. Komm ab, schaffst du. 6. Let's go. 4, 3. Letzter Satz. 2, 1. Letzter. Yes. Der Quirn, ich hatte Trizeps gemacht dabei. Rücken hat kaum. Ich bin im Arsch. Und jetzt kommt ja das war die. Jetzt kommt noch eine andere Übung. Nach Mike seiner Art, schwer und richtig, nicht schwer und falsch. Da hat man wieder den schönen Stift gesehen. Du willst das auch so ein gut. Ding können, ja? Ich will mir auch so ein Ding können. Ich kann das nur empfehlen. Ich glaube, die könnt ihr bei Mike erwerben, wa? Wo könnt ihr die erwerben? Dropsticks mit doppelx.de. 3, 2, 1. 0. Okay. Das war ja erst der Erfindungssatz, wie wir wissen. Wir machen jetzt so viel Gewicht, wie es geht, für 4 Wiederholungen. Okay. Richtig ekelhaft schwer. Ich liebe es. Dann wird gedroppt, nochmal auf 6, dann wird gedroppt nochmal auf 8. Wie toll, ich bin begeistert. Schön. Ja, schön. Und langsam. 6. Easy. Schön sauber. Eine Wiederholung noch. Und ab. Nummer 1. Ja, weiter geht's. Das Gewicht zieht dich in den Stretch. Du hältst dagegen. Jawohl. 3, 2. Komm ab. 1. Letzte. Ablassen. Und go. 4. Langsam. 3, 2, 1. Letzte. Schön. Alter, da funktionierst du nur noch wie eine Maschine. Ich schwör dir. Wir fangen jetzt an, unsere Warm-Up-Übung für Seitheben wird Seitheben sein. Du kennst ja die ganzen Spezialisten, die mit dem ganzen Körper Seitheben machen. Ja. Wir legen uns jetzt auf eine Bank mit der Brust, sodass wir uns keinen Millimeter bewegen können. Nur die Arme können sich bewegen. Ja, genau. Davon machen wir jetzt 3x20 Stück, bis uns die Schulter brennt und dann fangen wir mit dem Schultertraining. Da bin ich mal gespannt. Das ist schon mein erster Arbeitssatz, den ich immer so trainiere. Also von hier nach da. Ja. Und es gibt die Perfect Line of Pull, nennt sich das, die perfekte Linie des Zuges, wenn du so willst. Das heißt, die ist eigentlich von hier entlang der Faserrichtung nach da, richtig? Ja. Wie wenn sich ein Gummi verkürzt. Ja. Die meisten machen aber Seitheben so. Ja. Also entgegengesetzte Richtung. Ja. Und wir machen genau jetzt, wir arbeiten jetzt in der Perfect Line of Pull. Okay. Wir lehnen uns dazu ein bisschen nach vorne und ziehen hier hin. Okay. Genau in die Waagerechte. Wird schwer, wird scheiße, aber sehr effektiv. Verlässt der Pimmel das Polster, machst du die Übung falsch. Okay. Also nicht hinten den Arsch raus. Okay. Dran lassen. Das. Jetzt ist die Schulter nach hinten geneigt. Das heißt, 70% der Spannung geht über den Frontdeltoid, also den vorderen Schultermuskel. Okay. Das heißt, du musst dich jetzt nach vorne lehnen. Ja. Lehn dich nach vorne. Und jetzt geh mal den Arm hoch. Genau, jetzt bist du waagerecht. Genau deswegen lehnen wir uns hier ein bisschen nach vorne. Und deswegen bin ich wahrscheinlich, weil ich es immer so gemacht habe, nach hinten verkürzt und krieg die nicht nach hinten. Kann sein. Vor allem bist du vorne sehr stark und hinten fällt es ein bisschen ab. Genau. Und das kriegen wir damit gut in den Griff. Ja. Bist du berührt? Bist du berührt? Alter Schwede. 8, 7, langsam. Nur Warm-up. 6. Bist du berührt? Zählt nicht. Bist du berührt? Alter 6, Schwede. 5. Hoch, hoch, hoch. 4. 3, 2, geht nicht. Alter. Hoch, hoch, hoch. 2, 1, letzte Runde. Yes. Okay. Wir müssen bei mir leichter machen. Warm-up ist, da ist schon jeder andere kaputt. 2, 3 und nochmal auf die 5. 1, hoch damit. 4. Alter. Das ist ein Schultertraining, da ist die Schulter auch gleich gepumpt, ey, was? Deswegen ist es das Warm-up, die Ellenbogen führen. Also, hier hoch. Schau, dass die Schulter waagerecht bleibt. Genau. Oberkörper leicht nach vorne kippen, so bleibt die Schulter waagerecht. Okay. Nicht nach hinten. Okay, aber wenn du nach hinten gehst, wofür ist es dann? Weil wenn du nach hinten gehst, schau, dreht die Schulter mit nach hinten und dann hast du den vorderen Schulterkopf. Genau, deswegen sind die bei mir so gut, die vordere. Ich freue mich vor allem, was danach für eine Übung kommt. Meine Schulter ist schon... Schulterpresse. Eigentlich bin ich da drin gut, aber bei Ihnen bin ich nirgendwo gut. Für alle, die das jetzt sehen, für Mats ist es ungewohnt. Das ist, wenn du einen Hockeyspieler ins Schach tust. Also das ist nicht seine Disziplin. Der ist normalerweise wahrscheinlich saustark in dem, was er tut. Aber heute ist es eine andere Nummer. Ich würde bei ihm total abscheißen. Ich würde mich, glaube ich, sogar verletzen, weil es einfach nicht mein Gebiet ist. Also
egal was ihr sagt, und wenn ihr sagt, ah, der macht es nicht stark, nein, der macht es nur korrekt. Jawohl, komm. Die 40er werden spannend, Alter. 2. 1. Okay. Oh, Alter. Aber da kommt schon ein Punkt, aber man sieht, ich habe auch noch eine kleine Schulter trotzdem. Mal rauszuholen und aber versuchen, kontrolliert einigermaßen abzulassen. Jawohl, komm, hoch die Scheiße, komm, jawohl, 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 komm, jawohl. Ja. Jawohl, zwei Stück, warte. Hol Luft rein, komm, zwei, jawohl, komm. Oh, was für Schultern er hat. Nach meinen 17. Drei Stück, let's go. Zwei. Komm ab. Die letzte. Jetzt schnappst du dir die Zähne. Hier. 7, 6, 5. Kipp die Flasche aus. Cola-Flasche, genau. 5, 4. Sauber. 3, 2, 1, 0. Okay, weg damit. Schnapp dir unten die 6. 3, 2, 1, 0. Hanteln weglegen, Hanteln weglegen. Arme strecken, Arme strecken, Arme strecken. Und halt dagegen. Alter. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Alter. Ist Warm-up. Warm-up, genau. Nee, eigentlich war es kein Warm-up, aber ich bin kaputt. Wir machen Cluster-Sets. Und zwar ein Cluster sind 5 Wiederholungen. Davon machen wir 4-mal, also 4-mal 5 Stück, insgesamt 20 Stück. 5-mal drücken, kurz pausieren. 5-mal drücken, kurz pausieren. 5-mal drücken, bis wir 20 voll haben. Okay. Die ersten 5 sind leicht. Die zweiten 5 werden schwer. Die dritten 5 sind scheiße. Die vierten dürfen wir nicht schaffen. Okay. Das ist das Ziel. Ja, gut. 2, sehr schön. 3, 4, 5. 1, weiter geht's. Aber da geht nicht mehr. Da geht noch was. Das ist krass, ich kann kaum aufstehen, ey. So. Und Nummer 2. Jawohl, drück sie weg. Das geht nicht mehr, Alter. Komm ab! Alter, die Schulter, ich dachte, die platzt. Komm ab, komm ab. 1, letzte Push. Okay, also 5 Sekunden tief atmen. 3, 2, 1. 2 Stück noch, 2 Stück noch. Letzte Wiederholung. Push, 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 push. Yes. Pause. 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Let's go. 5. Yes. Ich sterbe. Stark. Jetzt wisst ihr, der ist nicht in Posen pro, auch Bodybuilding. Letzte Übung. Der hintere Schultermuskel, der ist original so groß. Also wirklich pipi kleiner Muskel. Ja, dann heben wir deswegen so hoch und der wird schon schwer sein. Du meinst, wir heben das wahrscheinlich so jetzt. Exakt. Und was wir machen ist, wir erlauben dem Nacken nicht, die Schulterblätter zu fixieren.
die Schulter bleiben offen. Ja, ich weiß. Und das Einzige, was wir machen, ist die Bewegung. Hängen die Schultern komplett aus und das Einzige, was wir machen, das ist eine relativ kleine Bewegung. Bis hierhin. Ja. Das war's. Genau. Schön nach unten, ganz nach unten, bis die Handeln sich treffen und von unten raus. Genau, konzentriere dich hier drauf. Mach die Augen zu und konzentriere dich auf den kleinen. Perfekt, jetzt hast du's. Bleib genau da. Stell dir vor, du musst ein Gummiband spannen, ganz langsam. Mhm. Perfekt. Spannung kommt jetzt aus dem Muskel. Merkst du's? Ja. Perfekt. Es sieht so lächerlich aus mit diesen 6 Kilo, ne? Aber es ist einfach kackanstrengend. Ja, aber weil das ist ja nur so, wie du sagst. Das sieht man bei dir auch. Du hast dicke Schulter, aber das ist nur so ein kleiner Muskel. Mhm. Genau, die halben Zehen auch. Die halben, sagt der Herr Komiker. Da ist jeder keine Muskeln. Warum ist denn das so? Weil da mehr Anabolika rein muss. 4, weiter geht's. 3, weiter, keine Pause. 3, 2, 1, 0. Alright. Ich bin im Arsch. So, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zugucken. Der Matze, mein wundervoller Trainingspartner, du hast sehr gut geschlagen. Danke, danke, danke. Und ich muss zugeben, du hast dir deinen Dropstick verdient. Dankeschön. Mit Jubel und Applaus. Hauptsache kein Dropsatz. davon träumt er heute Nacht. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Checkt mal Matze ab, den Hollywood Matze, wenn ihr ihn nicht schon kennt. In der Beschreibung findet ihr seinen Kanal. Hat mich gefreut, dass du dabei gewesen bist. Ja, beim Posing auch. Hast du dich auch hervorragend geschlagen. Das Video habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Wenn nicht, einmal zurückspulen, Posing-Video angucken. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Mike und als Gast der Matze. Genau. Tschüss, bis bald.